Vizepräsident Mike Pence und Second Lady Karen Pence kommen im Laufe des heutigen Tages nach Southland Springs, Texas. Der Vizepräsident will die Opfer und Angehörige besuchen. Auch ist eine Messe für die Verstorbenen in einer Schule geplant. Einige der Verstorbenen sind ein ungeborenes Kind, Joan Ward, mit ihren zwei Töchtern. Das seit 44 Jahren verheiratete Paar, Dennis und Sarah Johnson. Veteran Robert Marshall und seine Frau Karen, welche gerade nach Pennsylvania gezogen sind. Er war ein großartiger Typ. Er hätte dir sein letztes Hemd gegeben und überall, wo es nur ging, geholfen. Haltet eure Familie nah bei euch. Du blinkst einmal und alles ist verloren. Über den Todesschützen werden immer mehr Details bekannt. Im Sommer 2012 kam Devin Kelly aus einer mexikanischen Verhaltensklinik. Nur Monate davor wurde er wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner ersten Frau und seinem Kind festgenommen und für 12 Monate ins Militärgefängnis gesteckt. Das texanische Gesetz hätte Kelly verbieten müssen, eine Waffe kaufen zu können, mit welcher er 26 Menschen töten konnte.